Hallo liebe Leute und herzlich willkommen bei Razor Rocks. Sind wir jetzt wieder dabei. Zurück bei Rollercoaster Tycoon. Dem Szenario Razor Rocks, wo wir 10 Achterbahnen bauen müssen mit einer bestimmten Wertung. Wie war das vielleicht nochmal? Für alle, die auch nicht aufgepasst haben, eine Erregungsrate von 6,0. Und da haben wir aktuell die folgenden Achterbahnen, die wir schon erreichen. Einmal hier. 1, 2, 3, 4, 5. Wirklich erst 5? Ich hätte gedacht, wir hätten schon 6 gehabt. 4, 5. Okay, naja. Dann ist das halt so. Hier ist gerade was kaputt gegangen. Die Flussfahrt. Auch die Schiffsschaukel ist kaputt. Hier liegt Erbrochenes rum. Das ist nicht so schön. Da kann das mal einer wegräumen gleich. Wenn die Leute dort solche Kotze rennen müssen. Das ist natürlich nicht so lecker. Und die Forschung sagt, als nächstes gibt es eine Achterbahn. Mal gucken, was das für eine sein wird. Denn wir brauchen ja noch ein paar, um das 17er... Das Szenarienziel hier zu erreichen. Mit den Finanzen sieht es ja eigentlich ganz gut aus. Macht ein bisschen Gewinn. Ja, ein bisschen ist eigentlich gerade übertrieben. 2700 im letzten Monat. Das kann sich durchaus sehen lassen. Was denken denn unsere Leute so Schönes? Schlecht. Schöne Ewigkeit, Ewigkeit. Ich stehe eine Ewigkeit an, eine Ewigkeit, Ewigkeit. Aber niemand, der irgendwie sagt, dieser Weg ist billig verschmutzt, okay. Aber keine großen Massen, die sagen, die Preise wären zu teuer. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen, dass wir mit unseren Preisen eigentlich ganz gut mit dabei sind. Achterbahn, 30. April gibt es die. Mal gucken, was das für eine sein wird. Hier liegt immer noch, Verzeihung, Erbrochenes rum, was jetzt gleich weggeräumt wird. Also das ist nicht so schön, was hier abgeht. Ein Stahlgerüst Achterbahn, okay. Schiffschaukel immer noch nicht repariert, das ist mir jetzt ehrlich gesagt ein bisschen egal. Haben wir eigentlich schon eine Mini-Achterbahn hier, so eine Mini-Holz-Achterbahn. Gibt es da was? Kommt man dort auf? Kann man dort auf so eine, auf so ein Rating kommen, was gefordert ist? Vielleicht sollte man es einfach mal probieren, sowas zu bauen. Vielleicht kann man ja wieder irgendwelche Headshopper-Elemente nehmen. Wobei ich eigentlich lieber gern erstmal die Wasserrutsche und das Mountain Rafting gebaut hätte, aber jetzt will ich wenigstens mal gucken, ob man da doch was in der Richtung hinkriegen muss. Kann. Was es betrifft, Erregungsrate 6,0, da muss es doch auch mit dieser Achterbahn eine Möglichkeit geben. Kann man den Lüfthill hier mal so ein bisschen durch die wilde Maus bauen, das kommt bestimmt auch gut an. Ganz steil runter, hier durch den Tunnel. Langgezogene Kurve natürlich überhöht. Da kommen wir hier passend raus.
Jetzt hier mal wieder ein Stück hoch. Ich hoffe, das passt so von der Geschwindigkeit. Helix abwärts. Dann hätte ich hier gerne, ich hoffe mal, das passt vom Kurvenradius. Nee, da muss ich anders bauen. Stallgerüst Achterbahn, das ist die hier. Ach so! Da haben wir ja den Shuttle Loop zum Beispiel und irgendwelche anderen. Die könnte man dann natürlich auch nutzen, um an die Wertung zu kommen. Vielleicht so. Das wird, glaube ich, nix. So wie ich es gern hätte. Ich will auch hier den Felsen nicht irgendwie zerrumsen. Da müssen wir. Das mal so bauen. In zweiter dürfte es hoffentlich. Oder so. So geht's auch. Dann eine scharfe Kurve, dann geht's wieder hier in den Tunnel rein, hier unter der Bahn durch. Auf welche Höhe müssen wir kommen? Auf die Höhe 8. Geht's hier wieder hoch. Ich hoffe mal, der Schwung reicht. Hier kommt jetzt so ein bisschen Wellenbewegung. Jetzt hier nochmal steil runter. Genau hier nochmal einen Tunnel rein, würde ich jetzt mal vorschlagen. Achso, müssen wir so bauen. Aus technischen Gründen. Tunnel rein, wo es dann nochmal einen steilen Drop gibt. Eine langgezogene Kurve, die dann in einem oder auch nicht. Dann kommt hier ein Lift Hill zur Station und dann halt, das war blöd. So. So stelle ich mir das Ganze vor. Ich hoffe mal, die Bahn wird der Bringer von der Bewertung her. Als nächstes gibt es übrigens eine Landschaftsthemengestaltung. Kreisverkehr und rückwärts geneigten Shuttle-Abschuss gibt es hier sogar. Vielleicht kann man hier mehr erreichen mit sich drehen. Quatsch, ich lasse erstmal so die Testfahrt machen. Aber ich denke mal, vielleicht kann man mehr erreichen, wenn man dort sich drehende Wagen macht, aber ich muss jetzt erstmal gucken, ob die Bahn überhaupt ob das so passt. Ja, sieht ein bisschen, von, ein bisschen zu schnell aus eigentlich. Aber die Bahn soll ja auch durchkommen. Jetzt geht es nochmal durch den Tunnel hoch, ein bisschen hin und her gewackle. Jetzt kommt die Stelle, wo es nochmal runter geht, in die Kurve rein, durch den Tunnel. Und jetzt geht's hier hoch. Obwohl die letzte Kurve ist ein bisschen schnell. Scheinbar.
Aber dann müssen wir einfach gucken, wie sich das bemerkbar macht. Von der Bewertung, ne? Oh, positive G-Kräfte 4G, das ist schon... Das ist schon eine Hausnummer. Aber ich bin gespannt auf unsere Erregungsrate. 5,86. Da kann man doch mit geschicktem Taming noch was reißen. Nehmen wir so ein paar Palmen hin. So ein bisschen so ein liebloses Theming wie hier unten, aber so, das sollte eigentlich reichen. Da kommt es ja auch nicht auf irgendwelche. Irgendwie auf irgendwas Ästhetisches drauf an, sondern ist, wir sollen ja einfach bloß die 10 Achterbahnen bauen. Und schon haben wir 6,0 geschafft. Oh, Intensitätsrate sehr hoch. Das ist natürlich auch schon... Ja, müssen wir gucken, wie es ankommt. Aber ich hätte es gern etwas über 6,0, weil das ist, ich weiß ja nie, wie das Spiel rechnet. Vielleicht ist ja das dort irgendwie 5,99999 und das Spiel rundet auf 6. Und das zählt dann halt nicht, das Ergebnis. Also ich hätte es da schon gern eindeutig. Was da steht. Guck mal, wenn ich hier vielleicht in das Helix was reinmache, müsste das doch eigentlich nochmal die Wertung nach oben treiben. Oder aber, was war da unten zu der Nachricht? El Bemo Defekt. Okay. Oder aber wir nehmen diese an. 6,02 habe ich jetzt. Das müsste eigentlich reichen, ne? Intensitätsrate 9 ist natürlich, wie gesagt, ich würde es gerne mit den sich drehenden Wagen probieren. So, Strecke ist... Na gut, schade. Nehmen wir die Raketenwagen. Nee, Quatsch. Baumstammwagen. Ich hätte aber gern bloß einen Zug. Aus Sicherheitsgründen natürlich. Erkennt mich ja. Ich will ja hier keine Toten haben. Und so extrem lang sind die Warteschleifen auch nicht. Da kann man auch mal 5 Minuten warten. Beziehungsweise da kann man auch mal wirklich mal kurz auf anstehen. So, das wäre dann die Achterbahn Nummer 6, wenn ich mich nicht verzählt habe. Machen wir hier mal einen Zaun drumherum. Achso, das passt dort wieder nicht. Gut, es wird gleich wieder weggerissen, das war ja klar. Dann hätten wir es uns sparen können, dort einen Zaun hinzubauen. So, jetzt passt das dort wieder nicht. Und jetzt haben wir Springbrunnen. Juhu, Springbrunnen-Thema jetzt verfügbar in unserem Park.